Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Duels of the Planeswalkers. Einige Leute wollten noch die Erweiterung der Rache-Kampagne sehen. Da wollte ich jetzt auch ein bisschen was machen. Also, wir spielen in diesem Let's Play gegen Celestia. Und ich wollte das Golgari-Deck nochmal antesten, weil ich ja im letzten Let's Play damit online nicht so gut abgeschnitten habe. Habe das Deck jetzt mal ein bisschen umgebaut. Sollte also was drinne sein. Und ab nächster Woche gibt es dann wieder ein Online-Spiel. Und dann wechselt sich das Ganze so ein bisschen ab. Ja, die Hand ist... Ich ziehe nochmal 7. Na, ah, war ein Fehler. 6. 5. Jo. Ich hätte einfach auf der 5 Land Hand bei 7 bleiben sollen. Aber ja, gut. On the draw geht das noch. Also, wir haben. Weiß aus ja wie Maya. Wenn er stirbt, kann man sich 2 Standardhänder raus und sie auf die Hand nehmen. Für 2 kann man ihn auch direkt opfern. Dann haben wir den Geier. Was? Den geiernden Zombie. Für 5, 3, 3 fliegend. Und wenn eine Kreatur irgendwie auf den Friedhof des Gegners gelegt wird, gibt es eine +1/+1 Marke. Und hier, ein Spieler opfert eine Kreatur und wir kriegen so viel Leben, wie die Kreatur Widerstandskraft hat. Und mit Abprall heißt, sie kommt dann nochmal wieder. Das ist eigentlich ganz gut. 3 Länder ist solide. Hier hätte ich gerne noch ein grünes Land, um hier den Weisen auf jeden Fall zu zocken. Und ja, an der Stelle würde ich euch gerne schon mal bitten, lasst auf jeden Fall mal Kommentare da, was ich als nächstes für Decks spielen soll. Mal gucken, was hier die Allgemeinheit denn dann sagt, sowohl online als auch in der Rache-Kampagne. Das ist mir dann eigentlich relativ egal. Guck mal, ja, opfert jeder Spieler eine Kreatur. Na komm, machen wir mal und tauschen die beiden quasi ab. Ach, wenn er stirbt, war das, so war das. Ich dachte, wenn er ins Spiel kommt, muss jeder opfern. Da habe ich das mit dem Flashback Marauder verwechselt. Der hat nämlich denselben Effekt, nur wenn er ins Spiel kommt. Umso besser. Jetzt will ich mir überlegen, ob er wohl angreift. Ja. Ja, dann soll er mal eine Kreatur opfern. Ich hoffe, ich ziehe einen Wald nach. Das wäre richtig geil an der Stelle. Gucken wir mal. Mal sehen, was er opfert. Jo, die gerade ausgespielte Kreatur natürlich. Ah, so, schade, schade. Aber gut, nächste Runde kann ich die verzehrenden Dämpfe zocken. Das ist auch schon mal ein recht guter Removal-Spell hier an der Stelle, weil er auch zweimal kommt. Wenn ich bis dahin ein 5. Land nachziehe, kann ich zumindest den Zombie spielen, den geiernden. Also, es ist noch nichts verloren. Wollen wir mal gucken. Das Deck hat ja sowieso recht viel Removal. Also, sollte dann doch eigentlich ganz passabel hier aussehen. Ja, soll er mal was opfern? Nein. Achso, der hat irgendwas. Er macht sich jetzt einen Sapoling-Token. Oh, schlau gespielt, den er jetzt opfert. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich muss sagen, das war der erste richtig gute Move, den ein Computergegner in diesem Spiel gemacht hat. Gratulation. Mit sowas rechne ich schon gar nicht mehr, dass da sowas kommt. Cool. Wirklich cool. Das war jetzt für mich natürlich nachteilhaft, aber es freut mich, dass das mal passiert ist. So, ja, weiter geht's. Er haut uns runter auf 17, opfert die Evolving Wilds. Wollen wir mal gucken, ob er mit dem 4-Mana noch was macht. Oder er hält es sich offen, um meinen Spell gleich zu zocken. Nein, er macht Kreaturen, Spielsteine, kriegen +1/+1. Okay. Soll mir recht sein. Nein, ich wirke ihn natürlich. Natürlich. Ja gut, jetzt ist das Ding weg. Ja, ne, warum nicht? Jetzt lege ich mal nicht die Evolving Wilds. Ich hätte zwar gerne das grüne Mana, aber dann lege ich auch selber mal lieber eine Kreatur aufs Spielfeld. Wollen wir mal schauen, ob wir da irgendwie das Damage Race gewinnen können. Ich bin ja wieder auf 19 Leben durch die Dämpfe hier, durch das Removal. Und, Swords of Plowshares. Gar nicht mal schlecht, gehen ins Exil. Wir kriegen 3 Leben, weil die Kreatur 3 Stärke hatte. Ja, gutes Deck. Ja klar, wir gehen jetzt auch davon aus, wir sind in der Rache-Kampagne. Das Deck ist wesentlich besser, hat die guten Sachen freigeschaltet. Der ist auch nicht schlecht. Der verteilt ordentlich Marken aus seinen Kreaturen. Auch gefährlich. Ja, legen wir mal hier den viridischen Gesandten. Wenn er stirbt, dürfen wir uns ein Land raussuchen und es getappt ins Spiel bringen. Und suchen uns jetzt schon mal vorweg einen Wald raus. Den werden wir sowieso brauchen. Wir haben eh genug Sümpfe am Start. 4 an der Zahl mittlerweile. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt mal ein paar gute Karten nachziehe. Das Deck hat richtig gute Karten. Hat auch einen Demonic Tutor, um was rauszusuchen. Also, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Der Vasall ist jetzt natürlich auch richtig herb. Da geht er auf 4-6. Dann wird er noch getriggert, 5-7 und der Vasall ist 5-5. Oh je. Oh.
Boah, ja, ich block jetzt mal. Aber jetzt bin ich dringend darauf angewiesen, tatsächlich was nachzuziehen. Also, huh, das sieht schon mal gar nicht mal so gut aus. Also beim Durchschauen der Karten des Golgari-Decks ist mir natürlich aufgefallen, die Karten sind nicht schlecht, ne? Also so ist das nicht. Ich will das Deck nicht schlecht machen. Ich habe halt noch nicht viel freigeschaltet. Ob 11 Karten sind das jetzt mit den Promo-Dingern. Also so schrecklich viel ist das noch nicht. Methodischer Schleim ist natürlich sehr geil. Wenn er stirbt, zerfällt diese 4-4er-Kreatur in 2-2-2er und die 2-2er zerfallen jeweils in 1-1er. Das kauft mir auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit. Und boah, die Dinger, die sind so richtig stark. Das ist nicht cool. Er hat noch eine Handkarte. Also da wird jetzt auch nicht mehr so viel kommen. Ist halt auch Top-Deck-Modus. Leider kann ich jetzt nichts totblocken. Das ärgert mich. Aber ich jump auf jeden Fall. Das Ding zerfällt dann in die zwei Tokens. Weil ich brauche jetzt dringend Blocker für die nächsten Runden. Also ja, da will ich jetzt nicht noch unendlich viel Leben verlieren. Ja, jetzt kann ich wenigstens 6 Schaden reinhalten. In den Vasallen. Vielleicht greift er dann nicht mehr mit allen an. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Ich würde ihn schon ganz gerne opfern, um eine Karte zu ziehen. Und nicht irgendwie einen Dreierblock zu machen. Muss man jetzt mal schauen. Jetzt kommt die Kampfphase. Er greift tatsächlich alleine an. Das ist natürlich gut. Doch, ich will, dass das Ding sich aufteilt. Und hier will ich eine Karte ziehen. Komm schon. Komm schon, da muss was dabei sein. Ja gut, erstmal suchen wir uns halt Wälder raus. Okay. Aber komm, da muss was dabei sein. Komm. Oh, was ist das? Was ist das? Auf jeden Fall 6-6. Ach, ein rührender Reeljobs. Ja, geil. Spiritmonger hieß das Ding, glaube ich, auf Englisch, ne? 5-6-6. Immer wenn einer Kreatur Schaden zufügt, kriegt eine +1/+1 Mark. Man kann ihn regenerieren und man kann ihn zu einer Farbe werden lassen, nach Wahl. Das ist relativ egal jetzt. Sei denn irgendwie, da kann man ihn halt vor Removal schützen mit, wenn irgendwie kommt, zerstöre eine schwarze Kreatur oder irgendwie nicht schwarz. Na gut, der ist schon schwarz. Blödes Beispiel. Egal. Ich lasse unsere Gegner jetzt erstmal eine Handkarte abwerfen. Gucken wir mal, ob er da noch was hat. Bestimmt ein Land. Nein. Ein Siegel. Das wäre ein guter Pumpspell gewesen. So, jetzt haben wir den Reeljobs auf dem Feld. Ich kann ihn regenerieren, kann ihn in eine andere Farbe verwandeln, was mal mega egal ist gerade. Und mitternächtliches Spuken. Das ist gefährlich, denn die fliegen die Tokens und sind jetzt 3-3. +1/+1 von der unangreifbaren Tugend. Okay, sie sind 4-4. +1/+1 von Vasallen und kriegen noch eine Marke. Sprich, 2 Runden Clock in der Luft beim Celestia-Spieler. Boah, ist das abartig, ey. Na, und die kommen auch tatsächlich nur in der Luft. Ich weiß, hier ist eine Damnation drin, also Mass Removal. Damit würde ich in der Tat jetzt gerne alles abräumen. Ein Maelstrom-Puls. Geht natürlich auch. Ja klar, ich muss die abräumen, weil ich habe nichts gegen fliegende Kreaturen. Und muss ich beide abschießen, das ist auch eine Hexerei. Und unser Gegner ist ebenfalls im Top-Deck-Modus. Genauso wie wir. Wir haben 10 Mana auf dem Feld, also jetzt eigentlich... Muss irgendwas Teures kommen. Wer jetzt den nächsten richtig teuren Spell zieht, entscheidet das Spiel für sich. Oder einen richtig guten Spell. Irgendwie ein Fatty, Finisher, irgendeine Bombe einfach. Gucken wir mal. Er überlegt auf jeden Fall ganz lange wegen seinem Kampf. Nein, überspringt natürlich. Hätte mich ja jetzt auch stark gewundert. Und gut, hier macht er sich 1-1er Tokens. Gut, kann er wenigstens sein Mana verwenden. Schlecht ist das Ding nicht. Macht auf jeden Fall damit penetrant den Ranger hier stärker. Das gefällt mir gar nicht, aber solange er keinen Trampelschaden hat, ist sowieso erstmal egal. Ich kann ja den Monger, also den Reeljobs, regenerieren. Klar, IoT macht jetzt, die Tokens. Das ist klar, die sind 4-4, die Tokens. Die sind richtig hart. Okay, wenn das so weitergeht, kann er mich doch auf dem Boden überrennen. Boah, ey, 11, 13. Ist das Ding herb. Also wenn ich das hier mit dem Golgari-Deck verkacke, werde ich es mit dem Rakdos-Deck, denke ich, versuchen. Evolving Wilds. Na? Kommt da noch was? Nö. Einer wieder nur etwas länger überlegt. Kampfphase? Ja, was ist denn da los jetzt? Überlebe ich das überhaupt?
Ja, er muss ja schon so blocken. Oh Mann. Okay, dann gehe ich auf 5. Ja, okay, er macht sich jetzt noch Tokens. Das ist irgendwie Wurst. Jetzt muss tatsächlich Top Deck Damnation kommen. Ansonsten ist hier sowas von zappenduster. Ah, komm. Boah, ist das voll das Board. Auch bin ich auch gar nicht gewöhnt. Ja gut, der will jetzt 7-7, weil er einmal Schaden gemacht hat, aber wow. Das ist jetzt nicht so der Mega-Vorteil. Und da ist der Sumpf. Das war's. Den nächsten Angriff kann ich nicht aufhalten. Schade. Das Golgari-Deck ist leider wieder nicht gebracht. Ich denke aber trotzdem, dass das Potenzial hat, eigentlich ganz gut zu sein. Aber jetzt werde ich mit dem Raktos-Deck dagegen halten. Kurz gucken, ob das auch auf 60 Karten gerade gebaut ist. Ja, ist es. Okay. Geben wir unser Bestes. Mal gucken. Raktos muss es jetzt reißen. Ich bin gespannt. Ja, aggressive Hand, ne? Doppel-Demigod ist halt auf jeden Fall okay. Ich fange auch Runde 1 mit Fetchen an, weil ich nicht unbedingt den... Weil ich nicht unbedingt hier den Magier legen will. Ausgestoßener Drachenmeister. Der bringt halt eh erst was, wenn ich mehr Länder im Spiel habe. Und er legt eh recht früh Kreaturen. Ich will das Ding eh nicht verlieren. Also spare ich mir das erstmal und fetch lieber früh, bevor gleich irgendein Spell kommt, den ich auf jeden Fall spielen will. Und dann fetchen muss, wenn ich eigentlich einen Demigod legen will. Weil das Damage Race wird, könnte wieder sehr knapp werden. Das Blöde ist, er Swords to Plowshares. Das würde den Demigod ins Exil schicken. Heißt, ich kann ihn mit dem zweiten Demigod nicht wiederholen. Das ist halt auch mies an der Stelle. Ja, jetzt zocke ich den aber aus. Weil, gut, ne, warum nicht? Da kommt eine Lysolda. Die ist auch eigentlich ganz gut. Kreaturen opfern, Schaden machen, Karte ziehen, wenn die Kreatur schwarz war, die man geopfert hat. Oh, das ist schon okay. Mal gucken, eben hat er natürlich die optimale Combo da am Laufen. Alles richtig stark gepumpt mit Lord-Effekt. Alle haben immer eine Marke gekriegt. Also, das war schon, ich tippe mal, das war auch schon das Maximum, was das Lesnia-Deck sich da rausholen kann. Also, optimalen Run hier gesehen. Schönes Ding. Und auch einmal gut gespielt, der Computer. Ne? Das ist ja schon, der nächste Demigod. Das ist pervers. Das ist pervers. Aber das ist gut. Ach, hier doch angreifen können. Egal. Den Schaden brauche ich später wahrscheinlich eh nicht. Der Demigod haut halt immer für 5. Also. Ja, bringt es nichts, wenn ich den Gegner auf 19 haue, weil die irgendwann eh 20 hauen. Furchtlose Eskorte. Oh, Opfern. Alles ist unzerstörbar in dem Zug. Das ist natürlich ein richtig schöner Mass-Removal-Schutz, wenn ich die Damnation ziehe. Zerstöre alle Kreaturen. Nicht schlecht, das Deck ist echt nicht schlecht ausgerüstet, muss ich sagen. Ne, blocken will ich auch noch nicht. Wie viel Schaden schießt die? 2. Oh, das Avatar des Missklangs, das ist gut. Wenn das ins Spiel kommt, muss man quasi als Zusatzkosten 2 Handkarten abwerfen. Das würde ich gerne tun. Dann habe ich hier mein 5. Land und den Demigod. Das ist geschmeidig. Greifen wir mal für 3 an. Da tauscht er ab. Das hätte ich nicht gedacht. Gut, die Solda ist jetzt nicht schlecht, aber brauche ich nicht. Je weniger Schaden er mir macht, umso besser. Mal schauen, ob er sich austappt. Dann kommt nämlich der Overkill-Angriff gleich. Das heißt Overkill. Dann kommt die Punktlandung, würde ich mal behaupten. Da hat er definitiv den Pump-Spell auf der Hand. Sonst würde er nicht in das Avatar angreifen. Oder er kann ihn, glaube ich, pumpen. Ja. Für 4 hätte er ihn pumpen können. Aber ich will das Avatar einfach nicht verlieren an der Stelle. Denn ich lege ein Land. Spiele meinen Demigod. Mal gucken, ob er die Swords to Plowshares auf dem Feld hat. Dadurch kommen alle Demigods jetzt erstmal bei mir wieder. Da kommt der Angriff für 20 in der Luft. Kann sich spontan keinen Token machen. Das bringt nichts. Jetzt muss Removal kommen. Wow, er macht sich den Token. Und, zack, komm. Bam. Der Angriff für 20 in der Luft, das ging erschreckend schnell. Das Raktos-Deck hat einfach mal genau das gemacht, was es sollte. Sehr cool, hat genau geklappt. Ich habe das extra mal reingetan mit dem Avatar des Missklangs. Ich wollte immer mal, dass das funktioniert. Diesmal hat es geklappt, ziemlich cool. Wie gesagt, Golgari-Deck denke ich immer noch, es hat Potenzial. Vielleicht wollt ihr es ja weiterhin sehen. Also lasst auf jeden Fall Kommentare da, was ihr als nächstes sehen wollt, welches Deck. Nächstes Mal wird es wieder ein Online-Spiel geben. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.